Willkommen zurück beim Stab der Wahrheit. Ins South Park. Oh, stopp. Das wollte ich so gar nicht. Bei South Park. Wir sind gerade im wunderschönen Ottawa? Ja. Ottawa. Ah! Bär. Achso, stimmt, genau. Wir müssen jetzt den Herzog von Banff töten, war das? Aua, scheiße. Na dann machen wir das. Düster AIDS, what the fuck? Angewidert, ja super, die Viecher sind angewidert, weil weil ich eine Unterhose auf dem Kopf habe. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. So, erstmal die Schlangen wegbomben hier. Blöde Schlangen. Brennt in der Hölle. Ihr hässlichen Viecher. In Fort. Nur geröstete Schlangen sind gute Schlangen, aber das ist blöd, dass wir jetzt hier dieses komische, genau, düster AIDS haben. Es ist einfach so dermaßen krass. So, kann ich hier jetzt... Habe ich jetzt irgendwie die Möglichkeit, irgendwo zufällig diese Krankheit loszuwerden? Was? Rats are tough, sure, but if you ask me, the deadliest catch is man. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Okay. Ich weiß, ich bin ein bisschen perplex bei dem, was hier gerade abgeht. Bischofsmütze. Oh ja. Oh ja. Nehmen wir alles. Weil vielleicht bringt uns das ja ein bisschen was. So, das Inventar mal ein bisschen plündern. Die Bischofsmütze steigert die maximalen TP um 150. Du erhältst Wiedergeburt zum Beginn eines Kampfes. Bringt denn Wiedergeburt? Ach, guck mal, Barbarenhandschuhe sind auch richtig gut. Fügen 40 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Her damit. So, die Barbarenhandschuhe sind ja richtig nicelig. Ich muss hier einen Bischof töten. Banff Canadians are quite religious. Ah, guck mal, das ist ein Schalter. Selbst an so einen Mist haben sie gedacht. Selbst an solche kleinen süßen Schalterrätsel haben sie gedacht. Ja, ich fühle mich hier gleich heimisch. Ich fühle mich hier so richtig. Diskus des Blutes. Neue Waffe erhalten. Ich glaube, Diskus des Blutes könnte vermutlich ziemlich gut sein. Ja, das Ziel beginnt mit einem perfekten Angriff zu bluten. Bei einem perfekten Angriff zu bluten. Trifft bis zu zwei. Der Duft ist ja auch da. Die Minzkatze ist auch hier. Das wird ja mal schöner. Ich freue mich. Minzkatze, wie geht's dir? Hattest du ein schönes Wochenende? Das will ich doch sehr hoffen, denn wir sind jetzt dabei, den Bischof von Banff oder so zu töten. Praise Christ. Praise God. Praise God and Christ. So, danke schön, Tommy. Für den Shoutout. Ich schlage den Bischof. Assassin. Assassin? Niemals. Wohl. Dann würde ich mal sagen, wenn er noch Ads holt, warten wir lieber einen kleinen Moment. Achso, nee, Assassin, er meinte uns damit, oder wie? Meint er uns damit? Wir gehen die Sache erstmal ein bisschen langsam an. Bam! Heiliger Bonusschaden. So, perfekt abgewehrt. So, da wirkt er sich ein. Sehr, sehr gut. Dann wollen wir ihm nochmal Bluten geben, würde ich sagen. Drücke A zum Angreifen oder Y, um zu furzen. Nee, wir machen schon, wenn wir mal einen richtigen Angriff. So, er blutet. Er ist angewidert. Er ist sowas von angepisst, würde ich sagen.
Mir geht es auch soweit gut. Stimmt, wir können noch anpissen. Wohl Schockschaden. Erstmal hier alles an Statusveränderungen, was nur geht. Gut geht es soweit. Rams. Kommunion, oh nein! Bitte nicht. Achso, der hat sich gerade selber geheilt. So eine Sau. Moment, hat er jetzt noch irgendwelche Statusveränderungen? Er ist immun gegen Magie. Ist ja ekelhaft. Aber ich weiß, wogegen er nicht immun ist. Gegen Feuer. Dann lassen wir doch mal wieder ein bisschen brennen. Burn. Burn, Kollege. Burn. Just burn. Ja, super. Läuterer. Au, 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 ai. Nee, 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 so nicht mein Freund. Shit. Das habe ich verpasst. Gar nicht gut. So, einfach mal den Bischof verprügeln. So, er ist angewidert. Natürlich ist er angewidert. Er musste ja auch gerade eben meine Unterhose auf dem Kopf sehen. Habe ich schon gesagt, geht's auch gut. Vielleicht ein bisschen müde, aber ansonsten alles tut gut. Schön, wir haben den Bischof von Banff getötet. Boah, es ist ja so hart. So, Düsterschwein-Testikel nehmen. Oder den Bischof kalt machen. Leute, jetzt müsst ihr mal schnell reagieren. Eins von beiden muss es sein. Eins, Bischof fertig machen. Zwei, den Sack von einem Düsterschwein annehmen. Eins. Alle wollen den Bischof tot sehen. Alle wollen den Bischof tot sehen. Alter, was seid ihr denn für Christen? Nein, alles klar. Keine weiteren Beleidigungen euch gegenüber. I'm sorry for that. Weiter geht's. Dann machen wir ihn jetzt kalt. So. Her mit dem Zeugs. Düsterzepter. Wir sind jetzt der neue Bischof. Oder so. Das wäre zu witzig. Macht aber weniger Schaden. Ah, das wäre zu lustig, aber nein. Nehmen wir nicht. So, der Bischof ist tot. Das heißt, wir können jetzt erstmal, müssen wir unsere Krankheit hier loswerden. Das ist ja ekelhaft. I see you have dire AIDS. I can heal it for 5. You are now cured of dire AIDS. You still have AIDS, but it is no longer dire. It's like Magic Johnson AIDS. Alter! Das ist nicht witzig. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Yay. Der Prinz von Kanada ist jetzt unser Freund. Ja, das freut mich ja richtig. Scheint ja auch ein richtig freundlicher Typ zu sein. Ach, guck mal, wir haben sogar noch einen verfügbaren Punkt. Haha. Ja, dann werden wir doch mal eben... Deine Feuerkugel ignoriert, entfernt aber nicht alle Rüstungen deiner Feinde. Gimme! Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? So, als nächstes werden wir den Frosttrichter aufleveln. Und dann geht die Post ab, würde ich sagen. Oh, ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Meine Freunde. Ich freue mich so.
So, aber jetzt müssen wir nach Vancouver und dort mit den Leuten reden. Gibt es sonst noch irgendwas? Nee. Einmal quer durch Kanada gelaufen. So, hallo. Was nochmal? Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Niemand mag Hockey. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. San Diego von Kanada. The Bishop of Banff is dead. What monster could kill such a wonderful man? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer so etwas machen würde. Ich weiß auch nicht, wer den König von, wer den Bischof töten würde. Waffen aufsetze. Ja, damit? Zu teuer. Ach, herrje. Ah, Moment, aber vielleicht habe ich Sachen, die ich noch verkaufen kann. Nee, verkaufen. Kram. Achso. So, alles weg. Dann können wir doch jetzt hier noch ein bisschen Kram kaufen. Was? Waffenaufsätze, genau. Die Dinger brauchen wir. Angriffe entfernen zusätzlich 5 Schilde. Das ist cool. Das ist cool. Dann können wir, wir müssten dann nochmal eben ein bisschen unsere Slots ändern, alle entfernen. Ja. Fügt bei perfekten Angriffen 50 Feuerschaden hinzu. Frostschaden. Machen wir Frostschaden. Blutung und Frostschaden. Geht das? Das wäre ja geil. Das wäre ja richtig pompastiös. Ja, komm. Warum denn nicht? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, machen wir. So, was haben wir denn hier? Nichts drin. Gar nichts. Gar keine. Wir greifen auch relativ wenig mit der Waffe an bisher, ne? Aber dann fügen wir dem Ganzen nochmal Feuerschaden hinzu, würde ich sagen. Oder? Angriff ignorieren bis zu 200 Rüstung. Delicious. So, hier haben wir schon. Hier haben wir schon alles drin. Hier können wir noch was reinpacken. Nee. Nee. Ja. Da. Steigert maximale Lebenspunkte. Was haben wir hier unten noch für krassen Stuff? Gerade die richtig hohen Dingern. Wird 250 TP, wenn du geheilt wirst. Nehmen wir. Nehmen wir. Mehr Lebenspunkte ist immer gut. Aber haben die eigentlich irgendwo auch Toiletten? Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Schaut mal hier. Yes, I see. Oh wow. No, I didn't. I accept your salute. I accept your salute. I accept your salute. I accept your salute. Okay. So komme ich da nicht durch. Es muss auch irgendwie eine Möglichkeit geben, da durchzukommen. Ah, warte mal. Nee. Nee, das klappt nicht. Wo? Wie könnte man da durchkommen? Wie kommt man durch solche Dinger durch? Da ist eine dicke Kiste hinter. Okay, ich rede erstmal mit dem ollen Dude und dann gucken wir mal weiter, wie wir hier durchkommen. A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Oh Mann, ey. Okay, wir haben jetzt noch einen neuen Freund. Uns fehlen nur noch 5 Freunde.
Im Südosten der Stadt. Ach ja, klar. Da war ja noch das Wasser. Da kann man einfach rüberrollen, denke ich mal. Vielleicht geben die mir eine neue Fähigkeit, mit der wir dann auch gegebenenfalls... mit dem wir dann gegebenenfalls in die... Oh nein. Terrence und Philip. Mit denen wir dann die Tür öffnen können. Perhaupt ist der Amerikaner, der alle sprechen über Tanz. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Who are you? Who are you? What is the sound of one anus farting? Now you know. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Okay, wir müssen... Ich glaube, ich überzeuge die gerade so ein bisschen. Ach ja, shit. Ach, wie war denn das nochmal? Jawohl. Ich glaube, das war gut. Go on, keep proving yourself to us. That was stinky. Okay, war das jetzt in Ordnung? If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fast? So, Furzgranate, verstohlener Quietscher, Drachenschrei. I'd check my drawers if I was you. What is the sound of one anus farting? Now you know. Go on, keep proving yourself to us. Hä, ich verstehe nicht so ganz, was ich jetzt mit dem machen soll hier. Ich denke mal, ich muss die anpupsen. Sound off, Sergeant. How did your ass learn such incredible magic so easily? Okay, eine bestimmte Entfernung brauche ich dafür auch nicht. Ach, geht doch. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes, prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Oh nein, der vierte Zauberspruch. Your magic is impressive, young American. What the fuck? Not since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Here, watch again. Ach du Kacke. Okay. Runterhalten. No, no, no. You call that a fart. You must focus harder and push harder too. Think of your anus muscles as a puckering kiss. Okay, ich probier's nochmal. Runterhalten, abstimmen und dann den rechten. Also den rechten nach oben. Das war noch der Trick. Alles klar, kriegen wir hin. So. Runterhalten. Jawohl! That's it! Now let us see how Nagasaki works in battle! These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! Come on, kid! Ach komm! Or they're gonna get you! Ha! Es klappte doch! Super, wir haben die Macht. Now go out and use your
And don't ever, ever fart on a man's balls. Genau, niemals auf die Eier eines Mannes furzen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen wie der Spruch, wie möge die Macht mit dir sein oder sowas. Und denk immer dran, möge die Macht mit dir sein. Und denk immer dran, niemals auf die Eier eines Mannes furzen. Nee, den brauche ich nicht. Ich brauche jetzt den Nagasaki. I accept your salute. I accept your salute. Hä? I accept your salute. I accept your salute. I accept your salute. I accept your salute. Warum klappt denn das jetzt nicht? I accept your salute. I accept your salute. I accept your salute. Ich muss doch hier durchkommen irgendwie. I accept your salute. 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 Es will irgendwie nicht, ne? I accept your salute. Ich meine, das klappt einfach so. Das klappt auch einfach so. Mehr oder weniger. Maybe you should see a doctor. Ja, genau, das klappt auch einfach so. Drachenschrei sowieso. Aber Nagasaki will irgendwie nicht. I accept your salute. 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 Moment noch mal. Ah! I accept your salute. I accept your salute. Ich raff's einfach nicht. Gibt es hier nochmal irgendwie so eine Möglichkeit, hier Fähigkeit, Vorteile Magie, das hier vernünftig nochmal zu klären? So, Nagasaki ist der zerstörerische Zauber, den halte und drehe, um den Zauber abzustimmen. Wenn Sachen an auseinanderfallen zu Beginn, hast du die richtige Frequenz gefunden. Ah, okay. Moment. Dann ist ja klar, ich guck das Ding an. Aber ich finde jetzt nichts, was hier auf diese Frequenz passt. I accept your salute. I accept your salute. Moment mal. So. Links drehen, um Zauber abzustimmen. Wenn Sachen auseinanderzufallen beginnen, hast du die richtige Frequenz gefunden. Das ist ein bisschen wie die Schlüsselrätsel bei Terminator. Aber irgendwie nicht so gut. I accept your salute. Oh toll, wie blöd. Ich hätte einfach gegenschlagen müssen. Ach Mann, ey. Ich mach mir hier voll den
Ich versuche und tue und mache. Ja, nee, klar. Jetzt komme ich aber zumindest durch etwas anderes durch. Und vermutlich... Hier oben... Ja, ist echt so, Elder Nash. Ist echt so. So, hier oben gibt es nämlich jetzt einen Stein. Vielleicht kann ich den nämlich kaputt machen. So, ja, siehst du, guck mal, wenn in Nagasaki, Ah, schade. Wenn ich das richtige Frequenz treffe, wackelt auch der Bildschirm. Okay, ich hab's gleich. Also der Controller vibriert schon mal. Echt nicht schlecht. Je näher ich der Frequenz komme, umso mehr wackelt das Objekt. Wackelt auch der Bildschirm. Wenn du das richtige Frequenz triffst, wackelt auch der Bildschirm. Je näher du kommst, desto schneller wackelt das Objekt. Aber das Objekt wackelt doch gar nicht gerade. Ah. Okay, nochmal. Das war's noch nicht. Oh, das ist blöd. Das ist echt bescheuert. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich. Ach, Mist. Okay. Ah, geht doch. Diese Erleichterung. So, jetzt haben wir nur noch einen ganzen Haufen Gegner vor uns. Aber das wird einfach nur bombastiös gut. Wie die Gegner auch noch, wie der Typ hier noch von Bären und so weiter gedeckt wird. Sieht schon ein bisschen gefährlich aus, aber es ist mir egal. Wir machen jetzt richtig Terror. Oh krass, die hinteren Bären können nicht mehr getroffen werden. Das ist ja krass. Na gut. Aber Hauptsache, wir treffen die meisten davon. Rams! Und... der Wolf. Der Düsterwolf, wohlgemerkt. Trifft das alle? Nee, es trifft nur die erste Reihe. Dann kommt natürlich unser guter Professor Chaos ans Werk. Professor Chaos rettet den Tag. Hoffentlich. Ja. Lebensentzug ist nice. Alle Tiere mit einem Streich. Fröhlich. So, ich will natürlich hier alles haben, was geht. Bonk. Okay, da ist nichts drin. Na denn, werden wir mal den... Wer war das nochmal? Ach, den Bischof oder sowas? Ne, den Bischof haben wir getötet.
Ach, ich weiß nicht mehr. Aber guck mal, hier ist eine Aufwertung verfügbar. Die nehmen wir noch kurz mit. Einmal eine Aufwertung. Fähigkeit. Das Ding will aufgewertet werden. Vorteil. Und es fehlen noch drei Freunde bis zum nächsten Bonus. Das wird auch grandios. Ich gehe jetzt nochmal kurz in einen kleinen Cut. Wir sind gleich wieder. Es wird einfach nur herrlich. Vielleicht sind wir auch gleich mit Kanada durch hier, oder? Weiß ich nicht. Mal schauen. Bis gleich.